Moin, hier ist Heini. Schön, dass du da bist. Jetzt kommen wir zum neuen Video. Und zwar möchte ich ja meinen schönen super Van, der ist ja sehr gut angekommen bei euch. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Finde ich richtig super. Vielen Dank. Jetzt möchte ich das bestücken, das gute Stück. Ich springe da jetzt nicht drauf oder so. Mit bestücken meinte ich, ich habe so viele Sachen wie Schraubendreher, Winkel und sowas alles, ne? Und dann möchte ich hier so alles drauf haben. Ich habe hier, wie gesagt, von Helduo, wie das heißt, paar Winkel. Das will ich irgendwie hier so drauf haben. Und da werde ich mir natürlich alles einfallen lassen, dass es auch schön aussieht. Das ist ein Fastwinkel, nennt sich das. Das ist ein Winkel, der ist nicht richtig im Winkel. Da will ich nämlich gleich noch anrufen, ob die mir irgendwie was Neues schicken können. Ich habe es getestet und die sind nicht im Winkel. Die sind auf diesem Stück garantiert einen Millimeter weg. Und naja, aber ich hänge es trotzdem erstmal hin, weil es schön aussieht. Und ich will mal anrufen, ob die mir Neues schicken. Ich kann nicht lange warten, bis sie was Neues schicken. Weil das kannst du so nicht hinnehmen. Ne? Da habe ich hier auch noch einen. Und wie gesagt, die sind alle nicht im Winkel. Aber egal. Ich kannte die Marke jetzt auch gar nicht. Ne? Mal gucken. Vielleicht machen die das und wenn nicht, dann haben sie Pech gehabt. So. Dann habe ich auch noch hier so schöne Schraubenzieher und so alles. Ne? Und die werde ich da auch alle vernünftig hinhängen. Und dann werden wir mal gucken. Ich fange mit den Schraubenzieher an. Und dann kommen die Winkel dran und dann kommen die schönen mega geilen Stecheisen von Stanley. Die sehen richtig, also die sind richtig cool, da bin ich richtig mit happy. Ne, die sind mega Qualität, aber auch von der Optik schön. Ne? Und wie gesagt, ist das Qualität, sage ich deswegen, weil das ist auch alles fest, hier wackelig. Ich hatte vorher was anderes, ich will keinen Namen nennen. Nicht, dass ich noch eine Anklage kriege, du. Da war am Wackeln und dann tun ich so, was soll ich mit so 80 Euro gekostet? Ich so, was soll ich mit so einem Rotz denn? Ne, da habe ich gesagt, da kann ich kein Video von machen. Tschüss, weg. Also ich kriege hier kein Geld für jetzt, ne? Aber trotzdem will ich es auch hier einmal im Video zeigen. Aber geht gar nicht. Aber die hier, ne? Wenn das hier dran hängt, ich glaube, das sieht toll aus. Da kriegen wir auch was Schönes hin. Dann habe ich noch die Hammer und so alles, ne? Was ungefähr so ein bisschen bräunlich ist. Und dann werden wir noch die Werkzeugkiste ausräumen und dann alles schön hier hinhängen und hinmachen. Meine Lieben, viel Spaß beim Video, ja? Ach ja, ganz kurz nochmal, fand ich geil. Ich hatte ja die Platten an die Lochplatten alle gemacht. Hier. Und dann habe ich gar nicht drauf geachtet, dieser war umgedreht. Die Reihe war nicht hundertprozentig gleich. Und dann hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, das kann sein, dass du es verdreht hast. Ich weiß den Namen jetzt gar nicht mehr. Ne? Vielen, vielen Dank, ist wirklich so gewesen. Den habe ich falsch rum reingepackt und somit waren die Reihen nicht alle gleich. Ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist keiner von euch aufgefallen, außer der junge Mann. Ich muss den Namen nochmal gucken. Gut, meine Lieben. Action. Also, für meine Schraubzwingen habe ich mir was überlegt und zwar, da sitze ich im Bett und gesagt, ich möchte was mit der Kette machen und so und das soll irgendwie was Besonderes wieder sein. Ich sage ja, ich habe echt, das ist mir scheiße, ja, das soll schön aussehen, das soll vernünftig aussehen, dass das richtig Spaß macht und nicht mehr so zugemüllt ist. Stück für Stück. So, und jetzt werde ich Stück für Stück, achso hier, ich habe einen Bohrer. Ich habe hier einen Bohrer. Ich habe immer noch einen Bohrer hier. So. Da ist auch mal nicht dran. So, jetzt. Viel zu tief. So, ich glaube, hier hängt ein Magnet schon mal dran. Dann werde ich, ihr wisst schon, was kommt, ne? Ihr wisst schon, was kommt. So. Ja, geht rein. So, der ist jetzt drin. Ich hau da erstmal ein Stück Klebeband rein, bevor ich das draufklebe, ob das auch so funktioniert. So. So, das wird jetzt ein Brettchen, was hier so rein soll. Dann habe ich mir überlegt, ich habe jetzt, das ist eine ganz dünne, 3 mm Magnet. Der soll, bam, also, und der hält. Also, zack, der liegt da und steht da und... Genau so. Dann soll der hier ran. So ran. Ne? Natürlich, das ist jetzt nur von meinem Sockel so ein Beispielding gewesen. Ne? Der kommt da so dran. Fein, Schrift nach vorne. So, und dann werde ich aber noch hier was mit einer Kette machen, habe ich vor, dass er schön gerade bleibt. Obwohl, der hängt ja auch so auch schon gerade. Ne? Aber ich glaube, das sieht doch schon mal geil aus. Schwebende Dinger. Ich will nicht wissen, wie oft die dann runterfallen, aber nee, gar nicht. Wenn man nicht gerade reinkommt oder so, zack, bumm. Was? Geil!
Doch, irgendwie so. Das sieht doch schon mal wieder richtig cool aus. Ne? Naja, darauf hinarbeiten. Ich glaube, so werde ich das erstmal machen, anzeichnen. Und dann ist das geil. Cool. Problem 1 gelöst. So machen wir das auch. Ein Stück Holz aussuchen und dann machen wir das schön. Ich habe mir mal irgendwie mal ganz ein Set gekauft. Der nimmt alles. So. Tisch sauber machen. Ihr kommt gleich an die Wand. Ihr friert gleich nicht mehr. Hm? Ihr kommt jetzt euch neue Zuhause. Ja. Fein, ne? Bring uns gleich hin. So. Ey, die sind aber auch, die hängen da richtig toll dran, ne? Was? Also da gibt's gar nichts. Wahnsinn. Kann ich so schon fast lassen. Was? Die kleinen, kannst du mal sehen? Die hängen nicht gerade, die drücke ich nochmal richtig schön rein. Aber ist ja witzig. Das klappt gut, wie ich mir. Runtergefallen, weil ich das gelöst habe, ich Idiot. So, mach das nochmal. Ey, hab mir da mal gesagt, du. Die hält sich dir so um den Hals. Aber funktioniert super. So, meine Lieben, das ist Teil 1. Ich gehe mal hier, ne? Oh, so ist das besser. Ich habe das ganz einfach mit Magnet gemacht. Ich achte immer darauf, will darauf achten, dass die Schrift nach vorne ist. Hänge ich einfach rein, zack, fertig. Ne? Natürlich dann immer mit dem Magnet so, passt, oder sieht gut aus, kann man wegnehmen, stört nichts, zack, fertig. Ganz simpel, auch hier Restholz, hier ein Loch drin, aber Sheet drauf. Die beiden kleinen, die sind mir zu klein, habe ich einfach da oben Löcher reingebohrt. Und das haut hin. Hier oben habe ich einfach nur getestet, Dübel rein, hängt, fertig. Der kommt woanders wahrscheinlich hin, da kommt hier unten, denke ich jetzt mal hin. Aber. Jetzt gehen wir zu diesen Stecheisen. Ich habe ja so schöne Stecheisen. Wie gesagt, die hatte ich ja von Stanley gekauft. Mega geil. Also muss ich ehrlich sagen, von Qualität bis jetzt habe ich ein paar Mal gearbeitet. 1A. Und da will ich jetzt auch irgendwas Schönes für bauen. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, ist simpel. Aber muss ich mal gucken. Ups. Da muss ich mal gucken. Moin, ich komme von Dieg. Kannst mir gerne mal ein Abo da lassen, ne? Einfach mal klicken, würde mich total freuen, du, ne? Du, ich komme im Wattenmeer rein, ne? Bitte, und danke für das Abo. Ich habe mir was überlegt, ich werde jetzt mit meinem Stecheisen, ich habe ein Loch reingebohrt, ich habe das jetzt 22 mm, habe ich gar nicht, der nächste ist 25 mm, aber geht trotzdem, passt so rein, bleibt stehen, wackelt kaum, also werde ich hier alle, sag schon, 5 cm Loch bohren, werde das da oben drauf packen und dann werde ich hier unten auch nochmal, das kommt weg und dann immer so ein, wie soll ich das, entweder lasse ich so hängen, muss ich, ich finde das jetzt so, ne, so ein Schutz, muss ich mal gucken. Naja, ich mache erstmal die Löcher bohren und dann werden wir mal weitersehen. Eine Bohrmaschine ausgebohrt, nee, so mit der Forstabohrer, 25 habe ich doch genommen, so. Das ist noch nicht fest. Ich nehme diese Rückwand. Einfach nur für die Optik will ich das haben. Einfach nur für die Optik. Dann habe ich überlegt, das soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Ne? Dann habe ich hier noch zwei kleine Ketten. Die mache ich einfach hier an der Seite ran. Soll nicht halten. Das ist einfach nur, wie gesagt, Heini-Spielkind. Einfach nur für die Optik soll das eben schön sein. Doch, da kommt ihr da ran. Oder hier unten. Ne, hier unten. Brauchen wir nicht festmachen. Die können wir einfach so locker lassen. Genau. Hier kommen zwei kleine Schrauben rein. Hier auch. Warum die Feste hängt einfach hier wabbelig dran. Genau, ohne Funktion, einfach nur auch hier wieder, dass das schön aussieht. Ich wusste, ich hatte doch kleine Haken, schwarze. In meinem ganzen Chaos. Wir zeigen, glaube hier nach. Ich habe so viel. Aber ich wollte mal so einen Apothekerschrank, so ein Magazin mit ganz vielen kleinen Schubladen bauen. Genau für sowas. Ich brauche mir die mal tot suchen. Ich glaube, da kommen wir als nächstes auch, wenn das hier fertig ist. Ich glaube, so viel zu tun, wo ich hier in den Burg anfangen soll. So, schwarz habe ich, das ist schön. 1, 2, 3, 4, perfekt. So, eben schleifen. Dann abschneiden. Habe ich angezeichnet. Ne? Mache ich später. Es ist Karfreitag, sonst kommen die Nachbarn gleich an. Oh, ich mache mir so lange sauber in die Kirche. Oh. Die Hammer, die werde ich einfach ganz normal da an den Dübel aufhängen.
So, den habe ich gerade daran gehalten. Oh, so, okay, so. So. Der zweite kommt da auch hin. Bam. So. Und die dritte. Ich hatte extra so ein Set damals gekauft, weil ich ein Set haben wollte. So, dann kommt er hier hin. Problem ist, die müssen natürlich fest sein, ne? Nicht, dass ich jetzt hier die Tür aufmache. Ich werde in meinem Hemd hängen, ich will was testen. So. Fine. Fine. Ja, okay. Würde von der Sache her gehen, ne? Gucken. So, dann war hier noch der Ding hier. Der kommt da rein. So. Einer. Den kann man so aufhängen. Und einer einfach daneben. Ja. Kann man so fast machen, ne? Wir sind aber noch nicht fertig. So, aber das lasse ich einfach so mit dieser. Die kann ich dann immer ändern, weil die werde ich ja irgendwann wieder weggeben, weil die sind ja nicht so toll, die Winkel. Ne? Von diesen von Hedur, wie der heißt, ne? Okay, hätte man dann so. Ach, egal, scheiß auf die Schrift. Überall QR-Code sehe ich gerade, die kommen ab. Wenn ich jetzt aufmache und zumache, bleibt. Also, doch. Hier werde ich mal gucken, später eventuell. Aber nee, das lasse ich so. So, mal gucken. Hier habe ich eben meinen kleinen Winkel. Yeah. Und so kann man das immer wieder ändern, ne? Ah, jetzt ist der andere. Jetzt habe ich den anderen auch wieder gefunden, den ich gerade vermisst habe. Das ist schön stramm drin, ne? Also das ist schon super. Mein Schleichmaß fällt mir gerade ein, den ich mal selbst gebaut habe, ne? Der guckt einfach hier neben. Wohin? Hierhin. Hierhin. Zack, perfekt. Mal gucken. Leim. Okay, danke schön. Tschüss. Nee, also, der ist ja, hängt ja da. Das passiert nicht. Das ist gut. Wie gesagt, ich kann mir noch überlegen, dass ich hier mal so kleine Nippel mache. Dass das hier nicht rausrutschen kann. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Schön. Fine. Seht ihr das? Ja, auch dieses hier, muss ich sagen, gefällt mir. Hier kommt ja bitte später den Schleifstein, den ich habe, noch drauf. Der ist irgendwo in den Koffer, den ich habe. Ne? Die Helmerchen sind auch da. Zangen habe ich auch. Welche nehme ich da? Ich habe mehrere. Muss ich mal gucken, welche Zangen ich nehme. Schraubschlüsseln habe ich auch mehrere. Aber erstmal kommen die Ring, die Giratschen-Dinger. Das ist doch. Also diese Löcher dafür, muss ich sagen, finde ich super. Ne? Das passt. Einzige, was mir nicht gefällt, ist, naja, die Abstände jetzt, ne, weil die ja kleiner wären. Oh, dann ist das so, wie es ist, ne. Ne, das werde ich, ne, das gefällt mir nicht. Dann ist das wieder nicht einheitlich hier oben, ne. Dann mache ich auch eine Leiste. Ja. Mache ich auch eine Leiste. Ich bin jetzt bei den Zangen bei. Wie gesagt, ich habe das jetzt oben einfach mit Leiste gemacht. Ich zoome das mal an. Ne?
einfach hinhängen, fertig, sieht ganz gut aus. So, jetzt will ich das ein paar Zangen, weiß paar, ich habe viele, aber einheitlich jetzt die hier. Und da habe ich mir überlegt, ich habe das jetzt hier drauf und das will ich einfach hier die Umrandung nachzeichnen. Dann hier auf dem Brett leimen und dann hier drauf und dann können die Zangen hier so drauf. Ich mache das deswegen so, weil wenn ich das jetzt so mache, dass die Zangen hier so reinkommen, weißt du? Dann ist das zu breit, dann habe ich Probleme hier mit der Tür, weil die Schiebetür natürlich da ist. Ne? Von daher habe ich entschieden, dass ich das so mache. Zack, zack, zack. Sieht genauso toll aus. So, ich habe das jetzt mal grob angezeichnet. Vier Zangen mehr habe ich nicht. Doch, mein Stromzange, da mein Abdach, egal. Den nutze ich sowieso nicht. Muss ich mal gucken. Und das kann unten hinkommen. Ich habe das jetzt mal angezeichnet, das werde ich jetzt mal ausschneiden mit der Bandsäge. Abschleifen. Ich denke mal, das passt. Zange gehabt, da ist die Zange. Ich habe das jetzt mal so gemacht, die Zangen hängen hier auf dem Brett hier. Hier ist noch Platz, hier kommt noch eine andere Zange hin. Die hier war das einfach, ne? Die hänge ich hier einfach so hin. Oh, mal gucken, das ist immer so eine Sache, wo wie du am besten magst. Wollen wir mal sehen, wie ich das mache. So, so kommt das. Das hässliche Rot, ich habe das jetzt so gemacht, die Rückwand habe ich wieder weggemacht. Sieht so besser aus. Das bleibt immer ungefähr so. Wenn ich fertig bin, schiebe ich die Tür in die Mitte, da ich dieses Farbengedöns nicht sehe, sondern ich will das ja alles so ein bisschen schön einheitlich haben. Aber die Zangen, also ja, habe ich Holzgriffe, habe ich nicht gesehen oder braun. Also von daher bleibt das so. So, Rückwand habe ich wieder weggemacht. Hier ist der Steifstein drauf. Sieht super aus. Den Hobel habe ich da oben erst hingestellt. Das passt auch. Hier kommt jetzt das Gedöns dran, was ich immer brauche. Wie eben schnell Bleistift, Zollstock, was man immer schnell so braucht. Ne? Ach ja, und dann habe ich mir noch so ein Bitbox geholt mit 3D-Drucker. Ein Bitbox ausgedruckt. Das Video vom 3D-Drucker kommt noch. Das will ich auf ein Brettchen machen und genauso auch hier dann hinhängen. Ne? Dass ich das immer, das wie gesagt, was immer oft braucht oder so. Ne? Und dann kommen ja auch noch die gängigsten schnellen Bohrer hin, wie 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Kommen hier nur noch hin. Da das alles denn, was wichtig ist, was man immer so braucht, dann brauche ich immer so mal eine Bohrmaschine hinlaufen. Dann habe ich das nämlich hier. Ne, da kommt auch auf ein Brettchen, das machen wir als erstes. So, habe ich überlegt, dass ich das ohne Brett machen will, diese Bithalter. Da werde ich ganz normal jetzt eben Loch einbohren, 6 cm. 6 cm. Und dann eben mit Ding festkleben. So, hier sind die Löcher jetzt drin, da klebe ich jetzt einfach zwei rein und fertig. Genau. Warte, warte, warte. Genau, so. So seht ihr das jetzt. Guck mal, die ganzen, das ist auch toll. Da kommt jetzt eine Tür, hinten die Dübel dran. Und so habe ich das immer alles griffbereit. Die gängigsten habe ich gerade immer auch schnell neu gekauft, dass ich das Set komplett mal wieder neu habe. Und da stecke ich einfach jetzt mal eine Tür. Ich hoffe. Zack. Bam. Aber sowas von massiv hängt er jetzt hier. Bam. Sehr schön. So, so habe ich immer die gängigsten denn da. Kann ich dann mal rausholen. Und wieder reinpacken, wenn ich das nicht vergesse. Ne? So, dann haben wir das schon mal fertig. Bam, geschafft. Aber ganz ehrlich, mir gefällt das nicht. Das ist hier noch so unruhig, sieht das aus, das sieht so. Ich bin dann überlegen, ob ich das aus dem Koffer rausschneide, auf dem Holz klebe. Dann haben wir die gleichen Abstände. Das werde ich versuchen. Ich habe das jetzt ausgeschnitten. Das finde ich viel schöner. Ne? So, ich habe das ausgeschnitten. Das wird jetzt eben geschliffen. Und dann wird das so an der Wand gehangen. Dann ist es alles beisammen, wie es beisammen gehört, bevor ich jetzt immer hier so ne, stückchenweise das mache.
Wir noch ein bisschen gestellt in die Kanten und dann passt er. So. Zack. Ich liebe das ja mit diesen Dübeln, ne? Ich habe das jetzt so gemacht. Finde ich am einfachsten. 32 mm. Zack. Und so kann ich jetzt alles schön reinpacken und fertig. Habe ich alle an Ort und Stelle. Die brauchst du doch ziemlich oft, die Dinger. Also die großen jetzt nicht, aber die kleinen. Ich hatte eine große Japan-Säge. Frag mich nicht, wo die jetzt ist. Ne? Ich habe eine ganz kleine noch. Das soll ich leben wie ein Hund, ey. Zack, 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 zack. Fertig. Moin, ich komm von Diek. Kannst mir gerne mal ein Abo da lassen, ne? Einfach mal klicken, würde mich total freuen, du, ne? So, ich komm wieder im Wattenmeer rein, ne? Bitte. Und danke für das Abo. Auch diese Schlüssel, ganz simpel. Was? Kann ich immer gleich sehen, welche Zahlen das sind, welche Größe das ist, ne? Mal gucken, Abstand. Nö, machen wir jetzt schon mal einen kleinen, ne? So. Das ist simpel, oder? Wie gesagt, da passiert ja gar nichts, weil du kommst da ja nie dran. Das liegt da drauf, perfekt und fertig, ey. Ich wollte erst mit so einem Stück Holz machen. Warum? Warum? Nee, fein. Fein, fein. Das mache ich auch ganz normal mit Dübel. Das ist mein kleiner Halter. Bam. Hier genauso. Und da kann jetzt meine Leimflaschen. So. So das kleine Gedöns rein. Muss ich mal raussuchen. Hier kommt Leim und so alles rein. Habe ich ja noch viel mehr, aber mal zusammen kramen, wo da alles ist. Nee. So, ich habe unten noch nochmal einen dazu gemacht. Habe ich nur reingelegt. Falls ich den mal nutzen möchte, dann habe ich den schon gleich mal. Ne? So, habe ich sonst noch irgendwo was rumliegen hier? Nee. So, das ist auch schon mal fertig. Das ist wichtig. Hier habe ich überlegt, ganz normal ein Brett mit Dübel, ganz normal. Hier einfach rein. Und dann kommt hier eben, wie gesagt, mein Schraubenzieher rein, mein kleinen hier Stromprüfer, Cuttermesser. Hatte ich in der alten Werkstatt ja auch schon mal gehabt. Und da werde ich, ne, bevor ich hier wieder was so ein Gedöns mache, zack, fertig. Und dann kann hier alles reingesteckt werden. Ich habe hier ein Stück ausgeklinkt. Das ist jetzt ganz simpel. Wir nehmen mal die Höhe. Hier so, ne? Kommt ganz normal rein. Ich liebe dieses System. Und zwar dafür da, dass ich mein Cuttermesser immer an Ort und Stelle habe. Zack, zack, fällt auch nicht raus. Denn mein Würth, das ist glaube ich der älteste Werkzeug, den ich mit habe. Der ist von Würth, habe ich mir glaube ich für 50 Mark oder Euro gekauft. Mit Ratsche, den habe ich schon so lange. Einfach nur genial ist er. Den habe ich immer, den nehme ich immer dann irgendwo mal mit hin. Weil ich irgendwo schnell was erledigen muss, weil da alles drin ist. Ne? So, Stromprüfer hier auch. Dann habe ich erstmal das Wichtigste, so was ich immer ganz oft brauche, so zusammen. Was fällt euch auf? Da fehlt einer. Schnell wieder rein, schnell wieder rein. Bam, ist toll. Ist das toll. So, jetzt kommen hier noch den Bohrer hin. Ganz einfach, simpel. Auch jetzt kommen die Halter rein. Die Tür ist hier, genau. Die können wir mal ein bisschen zuziehen. So. Hier. Genial, oder? Decke dran und raus. Perfekt. Alles ausgemessen. Super. Super, hier sind die gängigsten Bohrer, Bits, Gedöns, einfach Dübel rein. Zack, fest. So, ihr Lieben, es ist vollbracht. Das ist erstmal so weit bestückt. Und ich denke, das ist das Wichtigste drauf. Hier kommt hier und da immer noch wieder was hin. Aber das kann ich auch ja schön daran einfach umändern. Darum ist es einfach nur gesteckt. Ne? Aber es passt hier. Wie gesagt, das Wichtigste hängt erstmal. Ich habe ja noch so viele Sachen Gedöns rumfliegen. Da muss ich erstmal gucken. Das eigentlich das Hässlichste ist hier der Imbus, Ding ist schief. Weil ich habe ja ohne Standardbohrmaschine gebohrt, sondern mit Hand. Knupschi kann es komplett vergessen, wa? Aber egal. Aber ich finde, das sieht sehr gelungen aus. Auch bei diesem Magnethalter hier. Ne? Zack, ran. Kannst du immer gleich nehmen. Kannst du mal gleich nehmen. Achso, hier wurde ich drin. So, und doch, also muss ich sagen, sieht alles tipptopp aus. Ne? Die Ratschen.
wieder rein. Da oben das Ding, habe ich nicht neu gemacht, einfach ausgeschnitten. Ne, dahin kann ich immer rausnehmen, wieder reinstecken. Warum soll ich das neu machen, wenn das doch perfekt so ist, oder? Diese Maulschlüssel oder Ringschlüssel einfach da drauf gelegt. Sieht super aus. Meine Ratschendinger hier, ne? War ja klar. Diese Ratschendinger. Extra Platz. Die Vendue. Und das finde ich als i-Tüpfchen finde ich hier so ein Eyecatcher. Wie gesagt, dieses ist hässlich. Darum kommt die Tür meist in die Mitte. Damit das Schöne hier so ein bisschen immer zu sehen ist. Ne? Auch hier dieses Gedöns, was man so oft braucht. War? Mein Bithalter, mein Bitbox, meine Winkel, mein Leim und das ganze Gedöns, was da noch alles hinkommt. Also ich finde, ne, mein Zollstock und das ganze Gedöns, was da reinkommt, hier ist noch ein Zollstock. Also super, hier kann man ja auch was hinstellen noch. Aber wie gesagt, ich werde es nicht voll müllen. Es kommt jetzt nach und nach. Jetzt kann ich die ganzen Regale ausräumen. Und ich mal gucken, wie ich das mache. Ich habe so viel Werkzeug da, was ich gar nicht mehr brauche. Wenn ich was doppelt und dreifach habe, hasse ich das. Das verschenke ich dann immer. Ne? Oh, da kommt mein Bruder noch was braucht oder so. Ne? Aber ich will das nicht jetzt irgendwie noch im Schubladen haben, wo Werkzeug drin ist. Ist nicht. Ich bin da kein Messi. Definitiv nicht. Ne? Ach schön, hier oben ein Hobel. Da wollte ich eigentlich hier erst was machen. Ne? Aber er sieht zwar geil aus, aber hier oben steht er genauso gut, oder? Der bleibt ja erstmal stehen. Also meine Lieben, das Gröbste ist erstmal da. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen gefallen. Ich war nicht so wie sonst. Ich bin irgendwie angeschlagen, keine Ahnung. Zu viel Schnaps oder so. Nee, weiß ich nicht. Ne? Aber auf jeden Fall, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Klar, jeder würde das eventuell anders machen. Aber ich wollte jetzt nicht mal, hier habe ich ja Magnet gemacht, hier jetzt mit der Kette. Ne? Aber ich wollte jetzt nicht bei jedem Scheiß so viel Gedöns machen. Denn wir sind nie fertig. Ey, ne? Aber ich finde, das sieht doch, also ist einfach nur, ach herrlich. Auch wenn ich jetzt am Schnacken bin, sieht das nicht mehr ganz so trostlos und doof aus. Ne? Jetzt ist der erste Schritt auch wieder gemacht. Meine Werkzeugwand ist soweit fertig. Ich finde das richtig schön. Staubpusten muss man hin und wieder mal. Also ich finde das echt top. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet, im Kommentar, wie ihr das findet. Und von der Optik, also ich finde von der Optik her wirklich, wirklich schön. Ne? Ist mir echt gelungen. Und wie aus Restholz alles. Okay, das ist halt kein Restholz, das war die 3D-Drucker. Da kommt ihr mir so auf meinen Kanal. Da habe ich gleich mal getestet, habe ich gleich ausgedruckt. 1A, meine Lieben. Kommentiert bitte, würde mich echt freuen. Wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, kannst du gerne meinen Kanal unten abonnieren. Im anderen Video kann ich euch verlinken, da zeige ich euch, wie ich den Schrank baue. Und kommentieren nicht vergessen, denn das Algorithmus von YouTube, Algorithmus, ich kenne auch Fremdwörter, also dass man so ein bisschen gepusht wird und so, darum sind Kommentare immer sehr wichtig und wäre cool. Und ein Abo natürlich, würde mich echt freuen. Meine Lieben, meine Version, ich gehe jetzt kurz erzählen, ich habe Grill schon angemacht. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss. Wenn ich jetzt in die Kamera gucke, ja, dann sieht das ein bisschen leer aus. Aber ich finde das nicht voll Müll. Ne? Da kommt schon was hin. Da kommt schon was hin. Bis dann. Tschüss.